Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Pädagogik. Heute spielen wir gegen Heidenheim, Leute. Heidenheim ist zur Zeit nicht, hat nicht so den, ist nicht so gut drauf, wie es aussieht, Leute, heute. Heidenheim hat es nicht so gut drin, wie man denken, Leute. Sieht nicht so danach. Jetzt hoffen wir, dass wir gegen Heidenheim weiter den Sieg holen, um weiter an Leverkusen dran zu bleiben, Leute. Sie wollen Leverkusen dran, an Leverkusen dran bleiben, Leute. Wie gesagt, wir wollen Leverkusen dran bleiben. Wir haben jetzt in den letzten Spielen sehr gut gespielt, Leute. Dann schauen wir mal, wie die nächsten nächsten 7 Spiele werden, Leute. Und dann hoffen wir, dass wir Champions League sind wir weiter, DFB-Pokal haben wir ja, sind wir dabei, Leute. In allen Wettbewerben sind wir noch gut dabei, Leute. Müssen wir ja sagen, beide Wettbewerbe sind wir dabei. Das ist einmal gut. Und jetzt hoffen wir, dass wir heute einfach, und es schneit, Leute. Es schneit heute ein wenig, Leute. Es schneit heute ein wenig. Ja, es schneit ein wenig heute, Leute. Ja, ich bin schon. Ja, und was war das mit Upamecano? Ja, das ist halt ein bisschen nervig, Leute, dass man den halt verkauft. Ja, das heißt, im Sommer könnte es sein, dass man die beide wieder zurückholen, Leute. Dass man beide vielleicht zurückholen, Leute, beide. Dass wir beide eventuell wieder im Sommer zurückholen, eventuell Upamecano, die wahrscheinlich Upamecano, ja, werden wir zurückholen, denke dass wir Upamecano zurückkommen werden, ja, denke ich, das wird passieren, Leute, Upamecano. Wie gesagt, Heidenheim ist halt zur Zeit, die kämpfen um den Abstieg sozusagen, Heidenheim, Leute. Heidenheim kämpft um den Abstieg, Leute. Ja, Heidenheim kämpft. Heidenheim kämpft um den Abstieg diesen. Wie gesagt, Heidenheim wird um den Abstieg kämpfen dieses. So, es ist Heidenheim wird um den Abstieg kämpfen, Leute. Aber eins, was dies, ehrlich gesagt, was hat Sau den ins Koden? Das ewige Diskussion, Leute. Schwierigkeitsgrad, Leute. Das ist, der Schwierigkeitsgrad ist dieses in dem. Die Der Schwierigkeitsgrad ist in diesem schon wirklich ein,
Wirklich eine Diskussion mäßig. Ne? Was genau immer machen? Boah, es gibt ehrlich. Ah, Kane hat ihn wieder Handelfmeter gemacht. Leider wieder an die Handelfmeter gemacht. Ah, das sind immer die Dinge, wenn. Heidenheim kämpft wir ja. Voilà, mit Heidenheim. Bin mal echt mal gespannt, wie mal die Saison hier ist. Ja, Mann, das war kein gutes Spiel, Aktion. Okay, jetzt lassen wir Heidenheim ein bisschen zu viel Platz im Spiel, Leute. Wie gesagt, jetzt lassen wir uns ein bisschen zu viel Raum für die. Junge, was geht denn jetzt? Eine zweite Handelfmeter. Alter, das ist ja nicht normal. Junge, ja, das eigentlich machen wir mit dem Handelfmeter immer selbst kaputt. Ne? Gut gespielt, Heidenheim. Gut gespielt, Leute. Ja. Oh, was man wirklich mit dem. Ja. Ruhig weiterspielen, meine Gemüse, ruhig. Ja, das sind immer schöne Spiele. Ja, halt mal. Wir müssen echt mal ein bisschen zu Null gewinnen, Leute. Ruhig spielen, Leute, sachlich spielen. Ah, schade, gut von Kelly abgefangen, Leute. Aber. Ah, schön gespielt. Ja, Defensive funktioniert gut. Ja, wenn wir frei laufen können. Und Kinsley, komm mal auf die Bühne. Da müssen wir wieder abbrechen. Müssen wir wieder ein bisschen abbrechen, ruhig.
Ja, Karawinka ist ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, die neuen durch Leon und Abgang sozusagen, wo er Leon ja. Durch den Abgang von Leon Goretzka, den man eigentlich aber gern wieder zurückholen würden, wenn es halt irgendwie Zeit, geldtechnisch passt. Und Upamecano eigentlich, ach, weil die beiden wollen wir halt gern eigenen. Weil jetzt haben wir ihn direkt eigentlich nur drei Innenverteidiger drauf im Stadion. Ohne, jetzt hat ich. Kimmich darf sich auch nicht verletzen, Leute. Das ist das Ding. Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus, Leute. Es sieht nicht gut aus, wie es aussieht, Leute. Super, Kimmich ist. Und jetzt mal gucken, wen wir reinnehmen. Ist. Knall. Also das ist alles, jetzt haben wir Kimmich mal jetzt rein, der eigentlich die Position gar nicht spielt, Leute. Und jetzt haben wir die Arschkarte, Leute. Jetzt haben wir die Arschkarte, was das Problem ist. Jetzt haben wir richtig die Arsch an der Arschkarte gezogen. Jetzt haben wir richtig die Arschkarte gezogen, Leute. Was man mit Kimmich. Ein Spiel entschieden, Leute. Mal gucken, ob wir jetzt wieder wie letztens hier. Aber wie es aussieht, Leute, müssen wir was ändern wieder. Ja, ein bisschen was ändern, aber in der Aufnahmesession machen wir es wie immer, Leute. Wir machen immer eine Aufnahme. Ja, wie es aussieht, werden wir haben. Muss wieder was in der Hoffnung, in der Aufstellung erstmal geändert werden, Leute. In der Aufstellung, Kimmich. Nach dem Spiel müssen wir mal gucken, was wir machen. Wenn Kimmich wirklich ausfällt, Leute. Wenn Kimmich wirklich ausfällt für ihn. Wenn Kimmich wirklich ausfällt, Leute. Das ist jetzt das Problem, wenn Kimmich wirklich ausfallen sollte, Leute. Ja, wie gesagt, wenn Kimmich wirklich ausfallen würde, dann müssen wir mal gucken.
Ob man ich, was man. Weil ob man jetzt nicht mehr zurückkommen oder? Ah, das ist ja. Oder wie wir es machen, das ist halt die große Frage, Leute. In dieser Karriere-Projekt, Leute, gab so viele Änderungen, wenn nicht so die großen Dinger gehabt, ne? Waren üben. Nicht nur einheitlich, ja, ich meine, das ist das Ding, was dieses Projekt, dieses Jahr, das Fußballprojekt, was man. Ein Projekt, wo man wirklich nicht konstant in viel war, Leute. Aber wie gesagt, müssen wir jetzt ein bisschen wieder was ändern, Leute, in der Aufstellung. Und dann was anderes vielleicht auch noch in absehbarer Zeit, Leute. So, zusammen müssen wir was ändern. Wir schauen mal, was wir ändern müssen und was dann Kimmich erst wahrscheinlich hoffentlich. Kimmich müssen wir hoffen, dass er nicht geht. Aber richtig spannendes Spiel, muss man schon sagen. Richtig spannendes Spiel. Und wieder eine Saison, wo man wieder Ding umbauen müssen, die Mannschaft. Hoffentlich nicht. Hoffen wir mal nicht, dass wir was ändern müssen, Leute. Dass es nichts, keine Veränderung gibt, Leute. Oh Mann, wir lassen aber jetzt Heidenheim viel zu viel Raum, Leute. Wie gesagt, wir lassen Heidenheim viel zu viel Raum für. Wie gesagt, wir lassen Heidenheim viel zu viel Raum. Ah, jetzt alles immer das ist irgendwie das Problem, was wir jetzt haben. Alter, wir müssen noch gute 10, ja, wahrscheinlich noch so 10, insgesamt 10 Minuten durchhalten noch, Leute. So, wenn wechseln wir jetzt noch, ach, Momo wäre noch ein bisschen angeschmügelt. Oh Mann, wir müssen gucken, wie wir die Mannschaft jetzt noch irgendwie ruhig. Wie wir die Mannschaft jetzt noch mal richtig noch mal reinkriegen, ruhig spielen.
Boah, das Spiel gegen Heidenheim, habe ich nie gedacht, dass es so spannend noch wird, Leute, gegen Heidenheim. Dass es so spannend ging, wie gegen Heidenheim wird. Müssen wir einen Spieler hoch, von der, müssen wir gucken, was wir machen, wenn Ding, wenn halt Kimmich wirklich verletzt ist und wenn Pech ist, hat er sich am Knie verletzt, Leute. Wenn man Pech hin hat, sich. Wenn man Pech hat sich Kimmich am Knie verletzt, Leute, wenn man Pech hat. Oh, gewonnen, aber Grazo noch gewonnen, Leute. Grazo gewonnen. Alter. Das hätte ja auch noch Unterschiede ausgehen können, oder? Es hätte ja auch nur 3-3 ausgehen können, Leute. Weil Heidenheim zum Schluss sehr gut gespielt hat, Heidenheim, Leute. Sehr gut gespielt hat, Heidenheim. Sehr gut gespielt. Dann muss man sagen, Heidenheim hat uns. Und jetzt müssen wir hoffen, dass Kimmich nicht sich schwerer verletze. Und wenn es schwer ist, dann werden wir es gleich hören, Leute. Und das, ja. Wenn er wirklich sich schwer verletzt hat. Zwei Monate. Das sind fa oh, die kann fast. Boah, Alter, 2 Monate. Puh, nur. Oh. Alter, 2 Monate fällt halt so. Das ist jetzt, boah, der Januar, Februar, im März können, also, im März können, also, Anfang März könnten wir dann, also Ende Februar, Anfang März könnte dann wieder mitspielen, oh. Oh Mann, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen mit ob man Leimer nein sind, weil dann müsste Leimer wahrscheinlich rein. Oh, jetzt müssen wir halt jetzt mal gucken, Leute, wie wir es durchziehen, Leute. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie man, ob man Leimer nimmt oder ob man junge Spieler, den man, habe ich ausgeliehen oder irgendwie so. Können wir mal gucken, Leute. Vielleicht finden wir da jemanden für das Team. Christian Flücht, was hat er? 72, okay. Leistung, okay. Kane Sommer wieder auf, muss dann wieder auf Leistung. Ort oh, Ellenbogen, okay. Ellenbogen geht ja noch. So, Leon, jetzt. Tun wir erstmal weiter simulieren bis zum nächsten Spiel, Leute. Und jetzt können wir die Spieler nicht verkaufen. Den ablehnen und Davis müssen wir auch ablehnen, Leute. Jetzt müssen wir die Spieler alle nicht verkaufen. Ja, wir haben jetzt 2 Wochen, 2 Monate. Oh, ups, was haben wir jetzt gemacht? Haben wir jetzt überspielt. Ah, wir haben die Verhandlung gemacht. Oh, puh, da haben wir noch Glück gehabt, Leute. So, Leute, jetzt gehen wir noch bis zum nächsten Spiel, Leute. Okay, Martin de Ligt könnte es sein, okay. Alter, wow, Alter, das ist er. In der Storm. Okay, mehr noch eine im Spieler drin. Okay, Leute, jetzt müssen wir halt mal eins gucken, Leute. Beim Team, da haben wir schon mal Team sind dran. Was ist dann, wer hat man dann noch? Ken.
Ja, Schuster Bernhard. Es ist eigentlich nur Leimer, Leute. Mit Leimer. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Freiburg spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.